I'm in space. Yes, I'm in space. Ja, hallo liebe YouTuber, willkommen zu meinem neuen Let's Play Space Pirates and Zombies. Ja, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt oder durch Zufall draufgekommen seid. Das ist mir eigentlich Wurst. Hauptsache, ihr guckt hier zu und ja, schaut zu, wie ich im Weltraum faile bei meinem neuen YouTube-Programm Trebius in Space. Ja, ihr seht schon, ich erstelle hier gerade noch eine Galaxie, wir spielen auf normal. Das Tutorial machen wir mal mit und dann geht's auch schon los. Ja, über das Spiel werde ich noch nicht allzu viel verraten. Ihr werdet es dann schon sehen, wenn ihr noch nicht wisst, worum es in dem Spiel geht. Es geht auf jeden Fall um Weltraumkämpfe, ja. Jo, also ich habe das Spiel schon ein bisschen angespielt gehabt, bin allerdings dann auch wieder rausgekommen. Ich habe das schon länger nicht mehr gespielt und jetzt habe ich mir gedacht, komm, Tim, Tier, machst du mal für die YouTube-Community ein Let's Play von einem richtig genialen Spiel. Also das Spiel macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und ja, ich hoffe, euch macht's auch Spaß dann beim Zusehen. Ja, dann steering mal den Trouble schneller ab. Ja. Space is a vast and desolate frontier, covering a seemingly infinite distance. Even the speed of light is dwarfed by the unimaginable scale of our galaxy. Sicher. It took nearly 250 years to bridge the void between Earth and its closest neighboring star. Ja, wenn sie mal. Mankind had mastered the folding of space-time, but relied on the use of warp gates. Massive drone ships journeyed through deep space for centuries, deploying pairs of warp gates which allowed instantaneous travel between connections. Und aus diesen Schinken kommen unsere Raumschiffe. Warp gate travel had not become commonplace until the discovery of a stable element, number 126. This element contained bizarre transmutable properties, allowing it to be reconfigured into different forms of matter. This made it the most valuable and sought-after commodity in the universe. Mankind quickly became completely dependent on element 126, which the first miners named Res. Due to the increasing demand for Res, the Warpgate network became privatized. Anyone with ample funding was able to deploy new and unregistered Warpgates. Like a new gold rush, convoys of miners traversed the expanding warp network looking for Res deposits. This drove them closer and closer to the galactic core, where Res deposits became richer and richer. Ja, also growing number of isolated colonies became unmanageable. As the unique ecologies of each discovered planet intermixed through trade, potential pandemics became a concern. The United Terran Alliance was formed to control interplanetary contamination. They moved to heavily restrict gate access. Military blockades ja, began to screen all trade ships traveling between gates, attacking any unregistered ships that attempted to use them. Ja, wird schon stimmen, for so a time, the UTA was able to maintain control, but they soon crumbled under the weight of rapid expansionism and bureaucracy. Unable to manage was their fleets and borders, the military hierarchy collapsed. Oh God. Without central leadership, the UTA fleets dissolved into a series of isolated subcells that rarely communicated or traveled beyond local space. Each military subcell now struggles to control their systems by whatever laws they see fit to implement. Ja, despite the enforced isolation, rogues continue the gold rush while refugees amass hidden away from the UTA's eye. They survive within the vast junk fields of an abandoned Earth. There they build a massive flagship named the Clockwork. With it they intend to travel to the galactic core in search of a legendary motherload of rares. Aha. Also, wir sind auf einem Suchtrupp nach diesen sogenannten Res, soweit ich es jetzt verstanden. Oh, nee, Leute, lesen tue ich nicht. Das könnte knicken. Ich habe mir das angehört, das Intro. Das war schon auf Englisch und ja, wir wurden jetzt scheinbar attackiert. Okay. Ja, ja, damn, bla bla bla, Schiff kaputt. So, Warnings, Critical Damage Report. Aha.
Ja, jetzt sprechen natürlich meine unglaublichen Multitasking-Fähigkeiten für mich. Ich mach nochmal hier aus. Das ist unser Mutterschiff The Clockwork. Oder das Uhrwerk zu Deutsch. Und wir sind auf der Suche nach einem unheimlich großen Vorrat von RES. Den intergalaktischen Währungsfonds scheinbar. So, ja, das ist hier, jetzt der Hangar in unserem Mutterschiff. Darüber können wir Schiffe bauen. Wir sehen hier schon einige Blaupausen, die wir allerdings noch nicht freigeschaltet haben. Wir haben nur The Short Bus. Okay, der kleine Bus. Was haben wir denn da hier vorne? Können wir einen kleinen Mining Laser ausrüsten? Und hier haben wir Small Tractor Beams. Tractor Beams sagen wir was. Damit werden wir sicherlich Sachen ranziehen können. Und Small Surplus Scanner. Scanner are used to sweep the surround air or cloak chips and device. Ah, cloak chips. Okay, also damit kann man dann wohl unsichtbare Schiffe aufspüren oder unsichtbare Truhen oder sonst was. Weiß ich nicht. Der Reaktor. Die Engine sieht doch, das sieht nach Antrieb aus. Thruster, ja, Thruster, das sind Düsen, hoffe ich. Wenn mich mein Englisch nicht verlässt, dann wird der Reaktor für. Genau, und die Schilder halt, die erklären sich von selbst. Dann bauen wir das Ding doch einfach mal. So, ach du große Güte. Ja. So Small Bus, Name ist Programm. Das, oh, der Laser ist ja süß. Wusch. Wusch. So, jetzt haben wir hier. Das Ganze lässt sich übrigens mit WASD und der Maustaste steuern. Mit der rechten Maustaste passiert gar nichts. Mit der linken Maustaste können wir allerdings Sachen abschießen. Und jetzt habe ich. What am I doing again? Ja, das frage ich mich die ganze Zeit. Return the part to the Mothership. Mothership. Naja, wird schon stimmen. Ich werde wahrscheinlich geteert und gefedert für mein Englisch irgendwann mal. An dieser Stelle schöne Grüße an alle englischen YouTuber. Hey there, my English is the very best. ja, super, jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. System Map da. Ah! Okay, scheinbar haben wir ein Sternsystem mit ganzen zwei Planeten. Ends krass, ey. Da ist es, Bacon. Beacon. Unser Schinken. Bla bla bla. Von das Geile ist, die Stimme meint noch so, I hope you pay attention. Nö. Sehe ich ja gar nicht ein. Oh. Oh, oh, oh. Das ist hier wohl ein gigantischer, Meteorithaufen, ich weiß es nicht. Und er schwebt direkt. Es kommt direkt auf uns zu. Boom. South Park-Fans wissen jetzt, was ich meine. ja, gut, dann dock ich doch da einfach mal ab. Ach so, nee, ich soll, Bacon. Nee, Ressourcen zum Schinken bringen. Okay. Ich fahre den Müllwagen. Müllwagen, meinen Wagen. Wir bringen das Erd zurück. Stück für Stück. Wunderbar. Wie viel soll ich bringen? 10 Stück habe ich gemacht. Ah, jetzt sind schon 20. Flap, flap. Nein, mein Erz. Wahrscheinlich werden jetzt die Ärzte schon wieder aufschreien. Das sind keine Erze, Tim. Das sind Ressourcen. Ressourcenerze. Also, ne? Das ist Jacke wie Hose, ist dasselbe. Das ist genauso wie Braun und Terrakotta, ist alles das gleiche. So, jetzt habe ich aber hier die 10 Ressourcen zum Schinken gebracht und jetzt, aha, no aviable available. Baue 2 Dart Ships, ja. Oh mein Gott, ein P. Nein, ich sag's nicht. Dirty Mind Trevius ist heute nicht erlaubt. So. Ein bisschen was kann ich zu den Waffen noch sagen. Es gibt, ja, hier haben wir im Moment 3 verschiedene Waffentypen. Einmal Kanonen, die sind gut gegen Schiffshüllen. Dann einmal Laser, die sind gut gegen
Schilde und dann einmal hier der Mining Laser, ja, halt zum Minen. Und ich mache da immer eine ausgeglichene Haltung. Ich baue hier eine Kanone und einen Laser. Und jetzt soll ich doch zwei Schiffe bauen. Das heißt, ich werde den einfach mal umcraften. Und hier haben wir auch schon die nächste Hülle freigeschaltet. Also hier scheinen ja echt interessante Schiffstypen zu sein. Als ich das letzte Mal gespielt habe, waren diese drei noch nicht vorhanden. Und auch von den kleineren sehe ich die drei zum ersten Mal. Also ist schon ein bisschen her, schon ein paar Patchstände. So, jetzt schicken wir das alte Schiff zurück. Ja, ja, bla bla bla. Wird schon stimmen. So, jetzt haben wir hier einmal das rote, das ist unsere Lasergun. Piu piu. Und, nee, das ist unsere Lasergun und die Kanone ist unser Piu Piu. Die machen das Piu, 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 Piu. Ey, da könnte ich den ganzen Tag mal Piu, Piu. Ich lasse es besser. Nachher beschweren sich noch Leute. So. Wir docken dann mal hier an. Und nehmen hier direkt mal die erste Quest an. Top Secret. For Pirate Eyes Only. Aha. Bestimmt. Weil Piraten natürlich auch eine Top Secret Dingens sind. Organisation. So, klick hier. Aha. Und urplötzlich entsteht hier der Planet Saturn. Moment, ist das dann hier die Erde? Ne, das ist Jupiter. Da ist die Erde. Okay. Cool. Wir sind in der Milchstraße unterwegs. Oder zumindest in unserem Sonnensystem. Maybe you should read this. Von mir aus garantiert nicht so. Okay, jetzt haben wir hier schon eine Taktikkarte, wenn wir unsere Leertaste drücken. Das sind wohl Verbündete, ja. Das hier sind wir. Das ist unser Schinken, unser Bacon. Unsere Schinken auf der Raumstation. Und das sind Kisten, die wir wohl destroyen, also zerstören sollen. Ja, wunderbar. Das kann ich. Was kaputt machen, das kann ich. Gerade wenn es um Sachen Technik geht. Hui. Und ich merke auch schon, die Schiffe sind schneller unterwegs als dieser komische Minibus. Das ist sehr cool. Die lassen sich auch wesentlich schneller drehen. So, jetzt zu den Sachen, die wir hier übrigens aufsammeln. Diese grünen und blauen und was weiß ich nicht für Punkte, das ist Data. Und Data ist eigentlich ziemlich einfach gehalten, unsere Erfahrung. Es sind unsere Erfahrungspunkte. Die Data bekommen wir halt durch geh weg, Dr. Karl, Matthew oder wie auch immer du heißt magst. Die Ressourcen bekommen wir, wenn wir feindliche Schiffe zerstören, wenn wir Missionen schaffen oder halt hier in so Kisten nach diesen Dingern suchen. So, zwei Kisten brauchen wir noch. Captain Mops Geschwindigkeit, auf zur nächsten Kiste. Shit, UTA, Don Gibson. Doc Karl Memford. Memford, okay. Gott, der hat bestimmt auch keine schöne Kindheit gehabt mit den Namen. Ah, was ist das? Supplus. Uiuiuiuiuiui. Kollege, bleib mal schön auf Abstand hier. Halt, stopp! Halt, stopp, wir sind bewaffnet. Ergeben Sie sich auf der Stelle. Oder wir wenden noch größere Gewalt an, als wir eh schon tun. Sind da gerade Leute rausgeflogen? Das ist nur Metallschrott. Boom! Yay! EP! Om nom 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 nom. Ey, was ist das? Das ist eine... das ist ein Männchen! Der ist aufgeplatzt und hat geschrien. Das Spiel gefällt. Naja, 4 gegen 1 ist zwar unfair, aber... Naja. Wann ist das Spiel schon mal auf unserer Seite? So, Schilde sind down. Das hört man diesen tollen... Und meine Waffen haben keine Energie mehr, wie wir hier an diesem wunderschönen Mauscursor sehen können. Oh verdammt, ich glaube, ich habe meine Verbündeten gerade getroffen. Das ist nicht cool. Ja. Oh. Oh. Ja, ich bin auch very, very disappointed in me.
Dann sollen die mir nicht in die Waffen fliegen, dann sind sie doch selbst schuld, ganz ehrlich. Kann ich doch nichts für. Wenn die zu doof sind, meinen Laser auszuweichen. Einen Laser. Ich glaube, an dieser Stelle schneide ich nachher ein tolles Bild ein oder so. Von Dr. Evil. Dann versteht es man, glaube ich, besser. Komm, stirb. 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 Deine Waffen sind nutzlos gegen meine hochüberlegene Technologie. Flieh, du Narr. Ey, das ist nochmal so. Oh mein Gott, wie viele kommen denn da noch? Ja, Level Up, sehr schön. Das ist so eine Kapsel. Stirb. Stirb, Kapsel. Und jetzt fliegen wir mal drüber und. Verdammt. Klone. I like. Woher ich weiß, dass es Klone sind, es steht hier oben. Goons. Das habe ich beim Übrigens musste ich beim ersten Mal googeln. Ich bin nicht drauf gekommen, was Goons heißen soll. Aber scheinbar sind es wohl Klone. Am besten zuvor. Mac. Oh, Badass Mac. Mac der Miner. Max the Miner. Unused Data, you don't say. Press F4. Und Alter zu. Yo, und dann trollte ich das Spiel bis zum geht nicht mehr. So, Research, Update. Wie können die nicht in dem Spiel Level-Ups machen? Das ist ganz cool. Eben durch diese Data. Und dann können wir hier in diesem wunderschönen, ja, Talentbaum unsere Punkte verteilen. Wir kriegen nämlich pro Level Upgrade Points, nämlich 3 Stück. Und, was machen wir denn als erstes? Als erstes gehen wir doch mal auf Waffen. Dann machen wir doch erstmal unsere, ja, bla bla bla. Dann upgraden wir doch erstmal unsere Laserbeams auf Level 3. Das Updaten ist insofern wichtig. Wir bekommen natürlich nicht nur von Schiffen Blaupausen, oh Gott, das wird mir noch zum Verhängnis, das Wort, sondern auch von Waffen und Ausrüstungsteilen und so weiter. Und die benötigen auch ein besonderes Skill-Level. Was? Destroy the Ralph Miners? Ach du Scheiße. Ja, genau am Arsch. Wo ist meine Unterstützung? 3 gegen 1, 3 gegen 2 ist unfair. Fickt euch, fickt euch, fickt euch, fickt euch. Ach so, das hier muss ich einmal. Voll Fokus auf die Schilde. Okay, hat sich erledigt. Wunderschön. Was ist das für ein kleines Ding? Charging nennt sich das. Ist das Charging oder? Ach nee, Grasshopper. Charging, das sind die Schilde. Blackboxes, ja, Blaupausen, sag ich ja. Blackboxes, Blaupausen. Oh, das hat mich getan. Grasshopper ist now available. Wunderschön. Der schießt hier übrigens auch mit Raketen ab, was ich sehr cool finde. Ich will auch. Und da ich das Ding jetzt habe. Hangar? Werde ich mir jetzt ein. Ja, bla bla bla. Ach, guck mal, das Ding hat sogar nur Raketen. Das ist sehr cool. Gegen was sind die effektiv? No yield. Yield! Missiles, okay. Cool, das Ding ist gegen Schilde, weg damit. Das Ding bauen wir dann auf volle Kanonen um, weg damit. Und ja, refit. Und ab dafür. Da gehen die Raketen ins Leere. Ship unviable, ja. Rate mal warum. Und jetzt greift das Ding unseren Schinken an, aber hier sind wir schon. So, die Dinger werden jetzt mit der rechten Maustaste abgefeuert, nicht mit der linken. Wunderbar. Flieh! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sind das viele. Halt, stopp. Ich will das nicht. Aber die haben nur eine Waffe. Das ist sehr cool. Und die haben keine Kanonen dabei. Das ist noch genialer. Oh, meins. Om nom, Daten. Flöp. Einmal sausen die Raketen durchs All, das ist ja echt übel. Haben die einen Speed drauf? Wie will man den Scheiß denn ausweichen? Ach, man kann,
Die Dinger wohl mit Waffen zerstören. Na scheiße. Und ich fliege natürlich genau in den Strahl rein. Also oben links ist wohl unsere Energieanzeige und oben rechts das vom Gegner. Das ist sehr schön. Lass mich in Ruhe. Du hast nichts von mir zu befürchten. Ich bin nur out of range und schieße auf die Raketen. Und irgendein Arschloch schießt auch auf mich Raketen. Das ist nicht cool. Das kann ja nur das Ding sein. Aber das hat wohl jetzt beides. Das hat wohl eine Waffe und eine Rakete. Das ist auch nett. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Headshot. Heißt Headshot nicht Kopfschmerzen? Ui. Uiuiui, da ist es schon down. Ging ja schnell. Aha, haben wir erst 50% von. Okay. Das heißt, das Ding machen wir auch noch platt. Und dann mein Schiff. Meins, wenn es mir nicht voll down prügelt. Ach guck mal, das hat jetzt auch neben den normalen Schilden noch Rüstung oder so Armor. Ja, Armor, Rüstung. Weg damit. So. Yay, Victory. Belongs to me. Muhaha. Upgrade Points. Jetzt gehen wir auf unsere... Das ist ja scheiße. Ich habe gedacht, das wären die Beams. Das sind die Kanonen. Böh, da hätten sie... ganz ehrlich, Leute, guckt euch das mal bitte von dem Bild an, ne? Das sieht doch wohl mehr aus als Laser-Beams, als der Rotz hier. Hier sieht man doch eindeutig eine Explosion im Hintergrund. Pff, Dreck. Ja, dann skillen wir halt die gleich. So. Jetzt will ich aber mein Schiff versehen. System Map. Nö. Erstmal zum Hangar. So, schön. Ah! The Headshot. Okay. Wunderbar. Und das Coole ist, also es gibt nachher, das geht glaube ich bis XXXL große Schiffe. Schleichwerbung. Und das Tolle an den größeren Schiffen ist, die halten wesentlich mehr aus. Man kann mehrere Waffen auf die positionieren. Ich glaube, das kann man gerade bei dem Schiff ganz gut sehen, weil das sieht nämlich so aus, als hätte man hier 4 Waffenslots. Ich hoffe, das ist nachher richtig. Das wäre ziemlich cool. Oder hier 3. Und die können auch mehr aufnehmen. Das kann ich euch, glaube ich, hier mal zeigen. Und zwar steht da Cargo Capacity. Ach du Gott. Ach du Scheiße. Kapazität einfach. Cargo Kapazität. Das ist, da sieht man das hier ganz schön. Das ist ganz voll. Und, das ist auch ganz voll. Das ist ganz gering. Mittelmäßig und sowieso und bla 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 bla. So, dann nehmen wir uns den da, refeaten den und der da kriegt jetzt sogar Lasers. Refit und ab dafür. So, dann starten wir auch direkt mal durch. Und eben dann hoffentlich hier unsere... Tactical Pennies, this button will save your life, aber sicher noch. Ich brauche keine, ich brauche keinen Rückzug, ich bin skilled. Bats, down gehen sie alle. Von wegen, ich bin skilled, ich tue so Scheiß. Ha, da ist es weg. Ah, halt, stopp. Meins. Stirb. Oh Gott, keine Kappe. Oh Gott, jetzt ist meine Energie leer. So, du machst dann mal noch weiter Druck, während ich hier wieder unsere Technologie aufsammeln gehe. Du, und da sind die Schilde weg. Jetzt kommt... Was? Capture Crewman. Oh mein Gott, hat... Nerdbart. Hey man, please don't kill me, man. Yo, I just follow orders. Bla, bla, bla. Hey man, don't kill me, man. Aber weiter auf mich draufballern, ne? Ja, ja, ja. Moment mal, habe ich jetzt nicht so einen Typen gekriegt? Naja.
Om nom nom. Na, for fuck's sake, ich kann nicht gleich stehen bleiben. Vielen Dank. Ich hab nicht so viel verlangt. Einfach stehen bleiben und warten, bis ich ihn abgeschossen habe. Ha, Skillshot. Och nö. Oh, och nö. Was kommt denn jetzt wieder? Nein, das Schiff tut sich nicht an, ich soll es das angreifen. Das scheint mir. Bumerang? Hab ich die Dinger schon? Finden wir es heraus. Stirb! Nein, hab ich noch nicht. Sehr cool. Meins. Oh, 50%. Dann brauche ich aber noch ein zweites Schiff. Von. My ship went boom! Och nö. Dann bauen wir es halt neu. Jetzt bin ich allein hier. Ach, okay, 1 gegen 1. Fick dich. Du hast keine Chance gegen meine hochüberlegende Technologie. Batz. Batz, und da sind die Schilde weg. Ja, flieh du nur. Aber nicht so. Bitte in einer geraden Richtung. Danke. Oh, Gottes Willen. Wie viel kommen denn noch? Ja, das wird ein Boomerang. Nee, nehme ich mir. Das ist meiner. Damit weg, damit weg, damit. Nee, nee, nee. Du wolltest kämpfen, jetzt kämpfen wir, Kollege. Sag den Weltraumfischen guten Tag von mir. Jarr, harr. Ah. Okay, was ist jetzt der Unterschied? Full Strange Manövere, ja. Ah, die Manövrierbarkeit. Aha. Ne, lohnt sich nicht. Brauchen nicht gut manövrieren. Die Dinger fliegen eh meistens vor uns. Muss man nicht schnell sein. Arzt, da fliegt der nächste weg. Level up! Was the hell out of wo? Ich habe kein Wort verstanden. Bitte wiederholen. Repeat, Sir, repeat. Push space to travel to area. So, jetzt aber ich mir hier unsere Laser Beams. Nein, ich will nicht aufhören. Noch nicht. Klick hier. Ganz groß. Okay, auf zum Mutterschiff. The miners had made good on their promise. As the following weeks came and went, the clockwork slowly took shape. Many miners had joined the clockwork's crew in hopes of one day finding their fortune beyond the warp gate. Scheinbar haben wir jetzt einen Pakt mit den Minern abgeschlossen, weil wir denen geholfen haben und die reparieren unser Schiff für uns. Das ist sehr cool. Don and his crew had begun to make a name for themselves, a name that would eventually spread throughout the stars and become legend. Während die da das Schiff reparieren, klar. Time had finally come to leave Earth behind and embark on the long journey to the core. To the core vom Universe, okay. I haven't admired surprised it. Bla bla bla, interessiert mich wieder nicht. Maybe I should read it. Oder auch nicht. Click here. Bla bla bla. Level 5. Bin ich das denn schon? Nein, halt stopp. Nein, wir müssen jetzt auch... Oh Gott, ein ganzes Level. Was ist das Tolles? Mine Expedition. Hört sich gut an. Machen wir so. Aha, wunderbar. Hier gibt's also wirklich nur Zeug zu holen. Oh, wir haben einen dritten Slot freigeschaltet, sehe ich gerade. Jetzt nehmen wir aber die großen Schiffe mit. Nein, das mache ich nochmal anders. Ich tausche aus. So. Können wir jetzt das Ding hier auch? Haben wir da schon was Neues? Ah, hier, da sehen wir schon Large Hole, Medium Holes. Das sieht ja edel aus. Oh. The Crawler. The Hydra, okay. Interessant. Ja, dann ist das wohl nur so ein lahmarschiger
Outpost, Support. Achso, das sind unsere Verbündeten. Wie mache ich das? Ach, mit F. Mit R und F können wir hier scheinbar die Ziele wechseln. Das ist sehr cool. Ja, nö, das ist ja lahmarschig hier. Was sollen wir denn damit? Ja, wir sollen schon hinfliegen. Ja, dann fliegen wir da doch einfach mal hin. Developing Wach Bacon. Hier ist the first gate we need. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Hilfe! Genau! Mit einem größeren Schiff hätten sie nicht ankommen können! Ja, fuck, es ist shit. Aber ganz schnell weg hier. Nein, was habe ich getan? Ich habe jetzt ein Schiff umgebaut. Ich wollte es reparieren. Oh, nee. 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 Weg damit. Die haben nur den Schuss nicht mehr gehört. Ich glaube, bei den Hacks. Ja, komm, jetzt ist egal, jetzt lasse ich das. Das gibt's doch nicht. Was ist das jetzt? Ha, Civ Patrol gegen UTA Patrol. Oder Civ gegen UTA, ja. Schauen wir mal, was wir abstauben können. Konflikt-Event. Ah, da oben sind sie ja schon. Was ist denn das da? Ist das die UTA oder die Civ? Sieht nach UTA aus. Civ hört sich ja eher nach Civilization an und eher nach was Freundlicherem. Oh, was haben die anderen für ein Symbol? Menschlich, ja, ja. Okay, das ist die UTA. Tschüss, Motherfucker! Boom. Das gefällt mir schon besser. Das ist eine Kapsel. In Space, no one can hear you scream. Oder wie war das? Ach, das Ding lebt noch. Ich war die ganze Zeit auf der Explosion. Boom. Boom. Wunderschön. Und ab dafür. Ach Gott, haben wir hier viele Quests. Bodyguard. UTA Patrol. Bacon Basher. Cool, ein Bacon destroyen, das kann ich. Hört sich einfach an. Aha, ein Bacon destroyen. Ja, my ass. Das ist aber nicht einer. So, jetzt gebe ich mal, zeige ich noch ein tolles Feature, nämlich die Advanced Map, wenn ich wüsste. Ah, mit Rechtsklick, okay, damit kann ich nämlich auch meine Schiffe befehligen. Weg mit dem Schinken. Weg mit dem Schinken. You gonna die, Bacon. Das Ding hat 193 Health, okay. Oh ja, lustig. Ist ja easy. Oh Gott. Tim, nächstes Mal die Fresse halten. Oh, das ist schon kaputt. Sehr cool. Oh, Schatz, fuck ab. Auf dich durch meine Schilde zu fressen. Ich hab keine Energie mehr. Schiff gleich reparieren. Leute, hier, sag mal, mach mal hier einen auf Wingman und def mich mal. Ach Gott, dann drehen wir halt um.
Nein, halt, stopp. Wenn der nur abhaut, dann drehen wir halt. Ach, jetzt. Ey, das gibt's doch nicht. Die haben wir wohl angekrochen oder was? Vor allem, ich hab dasselbe Schiff. Nee, ich hab nicht dasselbe Schiff. Das sind da. Ach so, die sind noch schneller als meine. Ist ja scheiße. Nee. Nee, Kollege. Ey, das ist. Will die. Ups. Was ist das Scheißding? Ja, erwischt. So, wenn das Ding reparieren geht, fliegen wir zum nächsten Bacon. Ist das ein Nummernschiff, wie schnell wir fliegen dürfen? Used. Speed Limit. Sehr geil. 57.000 mph. Kiste. Kiste. Oh, und lass ihn stehen. Aua! Aua, der andere Bacon hat aber nicht auf uns gefeuert. Los, Leute, Schilde weg. Und ab dafür. Good night, Bacon. Oh Gott, jetzt sind die schon wieder da. Müssen wir so auf den Piss gehen? Ha, dafür habe ich da jetzt extra die Kiste da gelassen. Boom, und getroffen. Ich kann schon mal machen, ne? Da unten. Ah, einer wieder weg. Und der nächste. Komm, komm, komm. Oh Gott. In die Flugbahn schießen ist noch nicht meine Stärke. Ich glaube, wenn ich später die Möglichkeit habe, gehe ich doch auf Raketen. Die sind wesentlich benutzerfreundlicher. Ach ja. Klon im Weltraum. Ich weiß schon, was ich später machen werde. Ich werde nur diese gammeligen Schiffe jagen, dann ihre Klone im Weltraum zerballern. Das macht übrigens Fun, wenn die aufplatzen. Ich bin ein schlechter Mensch, ich geb's ja zu. Level up! Yeah! Goons cloned. Cool, jetzt haben wir 15 Klone gekriegt. 15 Klone geklont, das ist sehr schön. Das ist immer noch feindlich. Und stirb, ich habe keine Energie mehr. Bring dich bitte selbst um. Danke. Und ab dafür. Auf geht's. Jetzt. Ha. Jetzt gehen wir den Typen aber nochmal aufs Fressbrett. So. Ja, bla bla. So, Kollege, jetzt gibt aufs Maul aber gewaltig. Oh ja, und für uns auch. Ah, fuck. Nein, ihr mein Schiff kaputt gemacht. Schnell neu bauen. Oh, das wird eine teure Schlacht. Ich sehe es schon kommen. Das wird teuer. Ich will für dieses verdammte Bauplan. Oh mein Gott, da ist das nächste weg. What the fuck? What the fuck? Das gibt's nicht. Mach kaputt. Ja. Boom. Oh mein Gott, das Ding hat mich mitgerissen. Oh nein. Okay, Explosionen haben einen Radius. Das ist verdammt nochmal gut zu wissen. Vielen Dank, dass man mir das vorher zeigt. Wahrscheinlich stand es in irgendeinem Text, den ich übersprungen habe, und dann bin ich doch selber schuld. So, jetzt aber ganz schön die Blaupause holen, ey. Die Blackbox. So, ich sag jetzt auch Blackbox.
Mein... Oh, sicher, ich dachte... Was zur Hölle? Das kann ich auch, Kollege. Aber erschreck mich bitte nicht so, wenn ich was versuche zu erklären. Boah, Gänsehaut, ey. Ich brauche noch einen von diesen Scheißdingern. Das ist echt doof. Ich möchte das Ding nicht nochmal töten mit den kleinen Schiffen. Das hat keinen Spaß gemacht. Ich hätte lieber was Größeres und würde das Ding direkt in der Mitte durchschneiden. Oh Gott, jetzt hör auf zu wackeln. Das ist ja ätzend, ey. Dreckige Scouts. Kleine und wendige Biester haben Angst vorm Tod. Bleib stehen! Ach, und Raketen aus dem Arsch kann das Ding auch noch feuern, sehe ich gerade. Endgeil. Und komm, jetzt aber volle Kanone. Zack. Ja, Badass. Don Gibson gratuliert uns auch. Und... bla 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 bla. Ja, damit haben wir das Tutorial geschafft. Und jetzt geht's auf zum Sonnensystem Proxima. Und ja, das war dann wohl das Tutorial. Vielen Dank fürs Zugucken. Und wir sehen uns dann demnächst hier auf Proxima wieder. Bis denne!